Okay. Komme ich hier rauf? Okay. Da ist sie. Nee, nee, ich touch dich schon nicht. Entschärf das mal. Hm, 15. Sollte hinhauen. Der Tag startet viel zu gut, das macht mir Angst. Geh mal allein weiter. Lagervorräte. Federkiel. Krakelige Notiz. Ein Fetzen Papier, auf dem jemand Ideen für einen Liebesbrief notiert hat. Kann sie nicht mit dem Mond oder den Sternen oder so einem Quatsch vergleichen, weil sie ja unter der Erde lebt. Sie hat keinen Schorf und keine Furunkel, kann ihr also dafür keine Komplimente machen. Hält mich vielleicht für zu klein? Könnt ihr sagen, ich kaufe ihr einen Hocker fürs Küssen? Kann mir nächstes Mal, wenn ich sie sehe, tote Spinnen ins Haar tun? Schick ihr vielleicht einfach ein paar Stücke von Leuten, die wo ich umgebracht habe. Muffiger Brief. Dieser Fetzen Papier riecht nach Wargpisse. Die meisten Wörter sind durchgestrichen. Schöne Mintara. Ich war noch nie im Unterreich. Grika sagt, dass du da unten dass es da unten Monster gibt, gegen die ein Oger aussieht wie ein Babygnom. Aber ich sage, wenn unter den ganzen leckeren Pilzen da unten sowas Schönes wächst wie ihr, dann gibt's nie einen besseren Ort. In größerer Schrift hat der Autor über sein Werk gekritzelt. Werden Drau wohl gern mit Pilzen verglichen? Denke schon. Lissandria, nimm das mal mit. Ansonsten. Das können wir noch mitnehmen. Verschlossen. Dann. Nein! Ah, warum kann man nicht einfach... Kann ich? Nee. Öffnen. Dann Schloss knacken. Eine 10. Geht sich nicht aus. Toll. Kritischer Fehlschlag nämlich. Inspiration, ein Diebeswerkzeug verwenden. Ja. Na, geht doch. Dankeschön. Du hast einen zusätzlichen Zauberplatz des ersten Grades. Heldenmut. 2 Handaxt 1 bis 12. Gib das mal Schattenherz. Ja. Kann man verkaufen. Ja. Pergament bestenfalls ein optischer. Ein optimistischer Brief. Okay. Brauche ich nicht unbedingt. Schattenherz. Meine Gute, darf ich mal dein Inventar durchsuchen? Nett. Okay, aber sonst ist da unten jetzt auch nichts, hätte ich gesagt. Von daher können wir uns langsam wieder auf den... Ja, auf den Rückweg. Oh, Kamera, bitte! Machen. Okay. Hier haben wir gesagt, kommen wir nicht hoch. Hier könnten wir vielleicht hochkommen, sehe ich gerade. Warte mal, warte mal, warte mal. Wir müssen hier hin. Ah, nett. Auf was man nicht alles draufkommt.
Dann wollen wir hierauf. Sag nicht, nicht erreichbar. Ich war schon da oben, also. Gut. Hier haben wir ja soweit alles umgewämst. Das könnte ich mir einreden lassen, dass das hier nicht erreichbar ist. Aber wir gucken mal. Wo geht's jetzt hin? Jetzt bin ich gespannt. Weil ich habe ja nach da oben geklickt. Und soweit ich das mitbekommen habe, ist der Platz ja irgendwie nicht erreichbar. Zumindest hätte ich da keine Möglichkeit gefunden, den zu erreichen. Von daher bin ich jetzt wirklich gespannt. Guten Tag. Hier ist eine Leiter, die ich übersehen habe. Mein Gott. Warte mal auf den Rest der Truppe. Skelett. Schmieren. Schön. Nehme ich. Mag mal jemand vorgehen, der vielleicht eine Ahnung von dem hat, was er tut? Nein? Will? Nein? Schattenherz? Wow. Okay, das war knapp. Huh. Ja, magst du hier rausgehen vielleicht? Danke. Nein, heilen. Gegengift wär's. Gegengift passt. Dann mal wieder alle zusammen. Wow. Darf ich mal? Hier ist ein Fallenmarker, aber irgendwie sehe ich die Falle nicht. Oder haben wir sie schon Oder war es das schon, weil wir sie zerdeppert haben? Ich glaube, das war es schon. Magst du mal knicki-knacki machen? 10. Das sollte sich mit einer 7 als Bonus wohl hoffentlich ausgehen. Danke. Lass mal gucken. Leuchtender Schild, Rüstungsklasse. Plus 2 für Rüstungsklasse. Wir haben aber, glaube ich, niemanden, der mit Schild kämpft, oder? Ja, Schattenherz manchmal, aber das passt mit der Axt nicht zusammen, okay? Von daher, ja, okay. Kommen wir hier nicht mehr weiter, oder? Nein. Nee. Aber wir können hier noch, abgesehen davon, dass ich dich gern heilen würde, Schattenherz. Kannst du mal stehen bleiben, Mädchen? Dann tue ich mir leichter mit dem Heilen. Danke. Dann mal hier, Kraxel, Kraxel. Wieder auf die restliche Gruppe warten. Balsam nehme ich. Oh, danke. Da war jemand aufmerksam. Habe ich da jetzt gerade ein Eichhörnchen eingegraben, oder was? Ach du Schande.
Elixier der Dunkelsicht, Wachsamkeit, Kriegshammer, 9 bis 10. Nee. Das kann man aber nehmen. Hier ist auch eine Brücke. Warte mal. Mal erst nur bis hierhin. Okay. Wald. Wir haben also das Goblin-Lager verlassen. Tatsache, wie es aussieht, könnte es hier einen Weg zurück ins zerstörte Dorf geben. Ich glaube nicht. Aber... Okay, nicht erreichbar. Ja, das kann ich mir vorstellen. Gut. Das heißt, das haben wir also auch abgesucht. Ich muss ehrlich gestehen, ich bin überfragt, was das Goblin-Lager jetzt angeht. Aber es gibt was, was ich gerne versuchen würde. Das mit dem Vergiften hat ja nicht hingehaut. Aber, es gibt ja noch andere Mittel und Wege, nicht wahr? Zum Beispiel. Kann ich... Nein. Verzeihung. Ich musste niesen. Waren wir bei dem Eddie-Skeletti schon mal? Sieht so aus. Ein Seil. Danke. Hier... Wo auch immer die Brücke hingehen hätte sollen. Nein, hier komme ich nicht lang, okay. Okay. Was haben wir hier? Ein Plateau. Gut. Holzfass. Andächtiger Wes, Adlerauge Schluck und Hexenmeisterin Tut. Mich warte mal. Mittendurch, ja. Hammer, Liebeswerkzeug, ein Seil, okay. Au, ernsthaft schon wieder. Keep your distance, darling. Mach mal. Wenn's wer kann, dann du. Dankeschön, das sollte gereicht haben. Kann ich... Ja, kann ich. Und er geht außen rum, oder wie? Naja, solange ihn keiner umbringen will. Ach so, hier ging es in den Wald. Nein, da wollen wir eh nicht hin. Ich will vielmehr wieder da zurück zum Dörfli. Und zwar aus einem ganz speziellen Grund. Da drüben waren wir schon, passt. Ja, und zwar will ich mal hier rein. Lass uns mal kurz quatschen, Lump. Temptation knocks
Möchtet ihr für mich arbeiten? Make me an offer. Tempt me. Ich bezahle mit dem Fleisch der Gefallenen. Ihr werdet schon satt werden. Ne 20. Ach, leck mich doch am... Und es geht! Yes! Was ist denn heute los? Yes! A brilliant notion and a boon to my aching belly. We have a deal, my tasty kibble. Take my bone horn. One blow and the ground will quake with my family name. Use it when the need arises and never a moment before. Oi, machen wir. I will keep close. When you are ready, sound the horn. Wie cool. Kinders, baut ihr hier um? Kann ich? Ich kann doch. Goblins are such vile little parasites. Given your own nature, are you really überladen, natürlich. Und wir haben ein Level Up. Ich würde erstmal gern die Bögen wieder. Der Bogen. Und der Ritualstab. Das sollte alles Ware sein. Und alle Waren würde ich gern mal. Naja, eigentlich die beiden auch. Die Schaufel nicht unbedingt. Aber alle Waren würde ich jetzt gerne. Bossring, zap, zap, zap. Will mal umbinden. Das sieht doch gleich besser aus. Erhöht die Sprungweite um 1. Die kann auf jeden Fall Will gebrauchen. Rüstungsklasse 11. Wenn er Verbündeten mit Barbarische Inspiration. Erhältst du 4 temporäre Trefferpunkte. Sollte ich vielleicht mal anlegen. Und dann Will. Danke. Und dann Stufenaufstieg. Dann gucken wir mal. Zaubertrick. Zielsicherer Schlag. Sei bei deinem nächsten Angriffswurf im Vorteil. Freunde, du bist bei Charisma-Würfen gegen eine nicht feindlich gesinnte Kreatur im Vorteil. Tanzende Lichter. Licht. Verleiht einem Objekt eine Aura aus Licht. Zielsicherer Schlag. Zauber. Oh, jetzt wird's interessant. Metall erhitzen. Lass deine metallene Waffe oder Rüstung rot erglühen, sodass der Träger sie entweder fallen lassen muss oder bei Angriffswürfen und Attributwürfen im Nachteil ist. Emotionen besänftigen. Blende eine Kreatur. Angriffswürfe gegen sie sind im Vorteil und ihre eigenen Angriffswürfe sind im Nachteil. Das klingt gut. Meister der schweren Rüstung. Deine Stärke ist um 1 erhöht, maximal bei 20. Wähle eine Liste. Okay, Attributsverbesserung. Schauspieler. Charisma habe ich schon 17. Wachsam. Initiative und kannst nicht überrascht werden. Oh, das ist nett. Stärke und Geschicklichkeit erhöht. Stoß. Armbrustexperte. Defensiver Tour Land. Waffen. Das war das schon. Meisterschaft schwerer Waffen. Nee, schwer gerüstet. Nee, leicht gerüstet. Magiertöter. Wenn eine Kreatur in deiner Nahkampfreichweite einen Zauber wirkt, bist du bei jedem Rettungswurf dagegen im Vorteil.